Ich kann es nicht fassen, was derzeit abgeht auf den Straßen. Die Angst geht um, jeder neue Krieg scheint wie eine Ablenkung. Doch keine Anstrengung, etwas dagegen zu tun. Das Leben der Juden ist mal wieder gefährdet in Deutschland. Ganz ehrlich, ihr Heuchler, ihr schreit nach Frieden, Freiheit, Toleranz. Doch verwechselt Terror mit einem Freiheitskampf. Doch hört mal her, bei Terror sterben die Unschuldigen immer zuerst. Und ist nicht jedes Leben gleich viel wert, dann läuft irgendwas verkehrt. Und wenn jemand Kritik übt an Politik, ist er noch lange kein Antisemit. Und auch wenn es hart ist, sag ich, dass ich Netanjahu für ein machtgeiles Arschloch halte, dem sein Volk egal ist. Und ich glaube, dass er sich am 7.10. gefreut hat. Doch er steht nicht für alle Juden weltweit, auch nicht die in Deutschland. Also was soll der Scheiß? Wir brauchen eine Zwei-Staaten-Lösung, jetzt und gleich, bevor die Welt zurückfällt in diese dunkle Zeit. Doch scheinbar ist es jetzt schon wieder zu weit, denn wie zum Beweis wird der Hass jetzt wieder stark gemacht. Denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um einen Schlaf gebracht.